Freunde der Finanzmarktrunde und liebe Freunde von Aiondo ganz im Speziellen. Unser Wohler-Strategie-Portfolio hat noch ein kleines bisschen zugelegt, der Aktienmarkt auch. Wir sind bei 12.500, aber wir müssen diskutieren, ob man jetzt in dem drin bleiben muss oder eben nicht bei 12.5. Letzte Woche haben wir schon gezeigt, Abstände zur 200-Tage-Linie, da kann einem schon ein bisschen anders werden. Alle Aktien da im positiven Bereich, das haben wir ewig nicht gesehen, das umgedrehte Bild zu Anfang 2016. Aber viel wichtiger ist, Mario Draghi hat letzte Woche Donnerstag was Interessantes gesagt, nämlich, dass er jetzt auch auf die Anleihen und die Aktienmärkte guckt oder dass er das ohnehin tut und dass das in seinen Entscheidungen sehr wichtig ist und eine große Rolle spielt. Und das bedeutet doch eigentlich alte Fettpolitik. Also man guckt, ob die Märkte insgesamt in einem guten Zustand sind und nur, wenn es irgendwie möglich ist, eine Zinsänderung oder eine Strategieänderung herbeizuführen, dann macht man sie in ganz sanften Schritten. Von der Seite im Grunde keine Gefahr, Zinserhöhungen 2017 gibt es ohnehin nicht, also keine Alternative zu Aktien, müsste man drin bleiben. Auf der anderen Seite die Bewertung, wenn man sie sich anguckt, US-Automarkt schwächelt, aus China kamen ein paar schwächere Daten und es ist einfach alles nach gängigen, althergebrachten Maßstäben unfassbar teuer, gerade in den USA. Selbst Apple ist sehr teuer, die Ergebnisse waren Bombe am Dienstagabend, muss man sagen, wie immer eigentlich in den letzten Quartalen. Aber das steckt eben in einem Kurs auch drin, wenn ich einen Konzern habe, der 700 und ein paar zerquetschte Milliarden wert ist. Also da muss natürlich auch überragend geliefert werden. Das gleiche bei Kursen von Fresenius oder FMC, die im Mittwochmorgen auch überzeugten, aber auch da eben die Kurse ja auch üppig gelaufen. Ja, und wenn man so ein bisschen guckt, ja, wer läuft sonst noch? Dienstag war auffällig eine ProSieben Sat.1 ganz vorne. Ja, das ist nicht gerade der Highflyer der letzten 12 bis 18 Monate. Also wenn das läuft, was vorher gar nicht ging, auch immer ein bisschen aufpassen. Also unsere Prognose bleibt eigentlich, Achtung, spätestens ab dem Montag nach der Frankreich-Wahl, dann dürfte das meiste Positive drin sein. Aber ob das auch so kommt und wie man kurzfristig handeln kann, was beim Ölpreis läuft, Euro-Dollar über 1,09, all das. Finanzmarktrunde um 18 Uhr und voraussichtlich heute mit Kollegen Wenner. Das sehen Sie dann beim Einschalten. Also pünktlich sein bitte. 18 Uhr. Wir freuen uns.